vom Leben. Hallo und herzlich willkommen, Bowling im DSF, das heißt Finale des World Ten Pin Masters Turniers. Das ist der Schwede Thomas Leandersson. Er steht zum zweiten Mal im Finale dieses bedeutsamen Turniers. Und er trifft auf einen ganz alten Bekannten, Tore Torgersen aus Norwegen. Ja, ich habe schon ganz oft gegen ihn gespielt, gegen Tore Torgersen. Meine Bilanz ist sehr gut, 9-1 Siege. Und ich hoffe, dass ich endlich mal das Masters-Finale gegen ihn gewinnen kann. Das erste habe ich ja damals verloren. Das ist der Norweger, den sie The Striking Viking nennen. Zweimal konnte er dieses Turnier schon für sich entscheiden. Wie gesagt, einmal auch schon erfolgreich gewesen gegen Leandersson bei der ersten Austragung dieses World Ten Pin Masters Turniers. Thomas ist einer meiner besten Freunde. Beim ersten Mal hier habe ich ihn schlagen können. Wir haben schon oft gegeneinander gespielt. Meine Bilanz gegen ihn ist allerdings sehr schlecht. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, ihn wieder mal schlagen zu können. Also, es ist alles bereitet für ein spannendes Finalspiel. Und hier ist er, Tore Torgersen. From Norway, the striking Viking, Tore Torgersen! Ja, der Hallensprecher hier, der sorgt so richtig für Stimmung. Simon Golding heißt er. Und der Norweger hat hier viele, viele Fans. In Dagenham im Osten von London, wo diese Veranstaltung bereits zum vierten Mal ausgetragen wird. Torgersen, 36 Jahre alt, kommt gebürtig aus Stavanger, lebt jetzt allerdings in Schweden in Kungsbacka und das ist sein Kontakt. From Sweden, Thomas Leandersson. Thomas Leandersson, also 38 Jahre alt, seit rund 20 Jahren betreibt er Bowlingbahnen, besitzt zwei Riesenanlagen in Schweden, spielt seit über 17 Jahren für Schwedens Nationalmannschaft und hat viele, viele Erfolge schon feiern können. Allerdings dieses Masters-Turnier, das hat er noch nicht für sich entscheiden können. Thomas Leandersson gegen Tore Torgersen, ein Finale, das sich lohnt, sich anzuschauen. Wir sind gleich zurück. Wieder ab dem 6. August im DSF. Häkkinen. DTM wird präsentiert vom neuen Dunlop SP Sportmax. Dem Reifen, auf dem die DTM abfährt. DSF. Mittendrin statt nur dabei. Bernie White, der Schiedsrichter dieses World Ten Pin Masters Finales, begrüßt die beiden Teilnehmer. Tore Torgersen aus Norwegen, den wir hier sehen, gegen Thomas Leandersson aus Schweden. Das ist die Finalbegegnung, die wir Ihnen zeigen wollen. Und ich freue mich sehr, dass auch heute Michael Unger mit dabei ist, unser Experte in Sachen Bowling. Von der Deutschen Bowling Union kommt er. Ja, Michael, zwei Skandinavier wieder im Finale eines großen internationalen Wettbewerbs. Warum sind verdammt nochmal diese Skandinavier so stark im Bowlingsport? Naja, das liegt in erster Linie daran, dass Bowling in den skandinavischen Ländern bereits im Schulbereich gefördert wird und die Talente, die man dort entdeckt, sehr zielstrebig weiterentwickelt werden. Und von daher sind die skandinavischen Nationen seit vielen, vielen Jahren führend in Europa. Sowohl Torgersen, dessen Turnierbilanz wir hier mal auf einen Blick sehen, 39 Strikes, 21 Spares und nur 4 sogenannte Open Frames, also das ist schon eine gute Bilanz. Torgersen und auch Leandersson, das sind zwei absolute klasse Leute. Was könnte da möglicherweise die Entscheidung bringen oder ist das wirklich Tagesform? Das hängt sicherlich auch mit der Tagesform zusammen. Die beiden sind vom Leistungsvermögen her so dicht beieinander. Sie sind seit vielen Jahren in der Weltspitze. Da spielen unter Umständen wirklich Kleinigkeiten eine Rolle. Eine Prognose abzugeben ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, es wird da ein sehr enges und vermutlich auch hochklassiges Finale werden. Dieses World Ten Pin Masters Turnier wurde 1998 zum ersten Mal ausgetragen. Damals Sieger Tore Torgersen gegen Leandersson. Wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen. Torgersen, den wir hier nochmal im Bild sehen. 2002 war er erneut Gewinner. Bezwang den Amerikaner Tim Mack im Finale und Torgersen stand schon zwei weitere Male
im Endspiel. Also irgendwie kann man sagen, dieses World Tenpin Masters, das ist das Turnier des Tore Torgersen. Der Andersson, sein Kontrahent. Aus Schweden kommt er. Hat auch viele große Turniere schon für sich entscheiden können. Ein Spieler, den wir auch bei Welt- und Europameisterschaften ja immer wieder gesehen haben. Also mit Sicherheit auch einer der technisch besten Akteure, die wir gesehen haben bei diesem World Champion Masters Turnier. Vielleicht können wir kurz sagen, was zeichnet diesen Leanderson besonders aus, vor allem was seine Technik angeht? Ja, seine Technik ist nahezu perfekt. Es ist Schulbowling, was Leanderson zeigt. Es ist völlig kraftlos. Das ganze Tempo kommt aus dem Schwung. Es ist reproduzierbar. Ein Wurf sieht aus wie der andere. Und das ist die Grundlage für hochklassiges Bowlingspielen. Und er zeigt es in Perfektion. Der Start ist imponierend hier in diesem Finale. Ausschließlich Strikes haben wir bislang gesehen, sowohl von Torgersen als auch von Thomas Leanderson. Torgersen bezwang in der ersten Runde den Holländer Wim van der Veen, schaffte dann im Viertelfinale den knappen Sieg gegen den Finnen Lasse Lintilä und qualifizierte sich für dieses Finale durch einen relativ sicheren Erfolg über Purvis Granger aus den USA. Thomas Leanderson, das muss man sagen, hat hier bei diesem Masters-Turnier bislang einen außerordentlich guten Eindruck gemacht. Er war in allen drei Spielen auch besser als Torgersen, wenn man mal den Quervergleich zieht. Sein schlechtestes Spiel, 470 Pins, das war noch 5 Pins besser als Torgersens Bestes. Also eigentlich muss man sagen, ist der Norweger eher Außenseiter, nimmt man so die Vorstellung der letzten Tage zum Maßstab. Vielleicht haben Sie ja in den letzten Tagen ein bisschen zuschauen können bei diesem World Tenpin Masters. Wir haben ja einige Tage lang schon übertragen. Da haben Sie einen Eindruck verschaffen können, sowohl von Torgersen als auch von Leanderson. Das Niveau ausgesprochen gut, besser geht's nicht. Nach wie vor nur Strikes von diesen beiden aus Skandinavien. Hier ein etwas glücklicher Streik. Der Vierer-Pin sehr spät gefallen, aber er ist gefallen. Und wenn beide so weiterspielen, kann das noch ein sehr langer Abend werden. Bowling auf dem Handy, wie geht das? Ganz einfach. Schreiben Sie eine SMS mit dem Stichwort Bowling an die 840 10 840 10 und probieren Sie es mal mit den Strikes und Spares. Testen Sie Ihr Bowling-Können und mehr dazu gibt es auch auf DSF-Text, Seite 363. Ein sehr ähnlicher Ball, wie ihn vorher Torgersen gespielt hat, nur mit dem kleinen Unterschied, dass bei Leanderson der Vierer-Pin stehen geblieben ist. Er wackelt zwar, aber er fällt nicht. Und deshalb hat Torgersen jetzt bereits einen leichten Vorteil. Das Publikum in Dagenham ausgesprochen fachkundig. Viele Zuschauer haben ja eine Dauerkarte gelöst, sind bei jedem Wettkampftag dabei gewesen, natürlich dann auch heute in diesem Finale. Der Stand nach 4 Frames. Torgersen noch mit der Möglichkeit, die 300 Punkte zu machen, aber jetzt nicht mehr. Einer bleibt stehen. Vielleicht ein Wort zu seiner Technik, Michael? Er hat eine etwas andere Technik als Leanderson, aber wie gesagt, im Wesentlichen kommt es darauf an, dass der ganze Bewegungsablauf reproduzierbar ist, dass er immer gleich ist. Das ist die Basis für gutes Bowling. Und erst wenn der ganze Bewegungsablauf stimmig ist und flüssig ist, kann man sich auf die Feinheiten konzentrieren.
4 Strikes hintereinander, dann ein Spare für Tore Torgersen im ersten Spiel des World Ten Pin Masters Finales. Viel Präzision ist erforderlich, um genau diese Ideallinie zu finden, die gerade hier Thomas Lee Anderson wieder in Perfektion benutzt. Schön anzusehen, das Bowling immer wieder demonstriert vom Schweden. Rund 100 Millionen Spielerinnen und Spieler betreiben das Bowlingspiel. Besonders verbreitet ist der Sport eben in Skandinavien, auch in den USA, in Großbritannien, auch in Deutschland. Allerdings muss man sagen, dass Bowling durchaus einen Boom erlebt. Michael, du wirst es ja besonders gut beurteilen können. Ja, ist das wirklich so? Ist Bowling vielleicht sogar einer der Boomsportarten in diesem Jahr oder in den letzten Jahren überhaupt? Also im Freizeitbereich ist Bowling sicherlich die boomende Sportart momentan. Es gibt Schätzungen, dass ca. 2 bis 3 Millionen Spielerinnen und Spieler im Freizeitbereich regelmäßig zum Bowling spielen gehen. Und das ist natürlich eine gute Basis, um auch im Bereich des Turnierbowling hier Mitglieder neu zu gewinnen und Menschen dafür zu begeistern. Wenn Sie zu Hause mal Lust haben, vielleicht einige der Top-Spieler in Aktion zu sehen, gehen Sie mal hin zu den World Games, die in diesen Tagen im Julijahr laufen in Duisburg, in Mülheim, so denke ich. Dann korrigiere mich Michael, wenn ich da was Falsches sage. Aber ich glaube, in Mülheim wird ja Bowling gespielt. Da besteht ja sicher die Chance, einige der Allerbesten mal live in Aktion zu sehen, oder? Genau so ist es. Die Bowling-Wettbewerbe innerhalb der World Games finden statt vom 18. bis 20.07. in Mülheim. Und dort wird man einige der weltbesten Bowlerinnen und Bowler sehen können. Aber es macht auch schon Spaß, diesen Herrschaften hier am Fernsehschirm zuschauen zu können. Torgersen und Lee Anderson, die beiden verkörpern Weltklasse in dieser Sportart. Torgersen hat ja gar nicht so langer Zeit. Er ist vor wenigen Monaten auf der Profitour gespielt in den Vereinigten Staaten. Hat sich eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen, war auch in der Spitzengruppe bei einigen Turnieren zu finden, aber in der Gesamtwertung kam er nicht für einen der ersten Plätze in Frage. Zu stark ist da die amerikanische Konkurrenz. Da gibt es ja dann auch richtig gutes Geld zu verdienen. Allerdings muss man sagen, wer hier gewinnt, der kann eigentlich auch durchaus mit etwas gefüllterem Portemonnaie nach Hause gehen. $30.000 sind da zu verdienen für den Sieger des World Ten Pin Masters. Naja, bisher zeigen beide, dass sie völlig zu Recht in diesem Finale stehen. Das ist Bowling auf höchstem Niveau. Und man kann beim besten Willen nicht sagen, wer hier am Ende die Nase vorn haben wird. Was können wir sagen zu dieser Anlage? Das ist ja nicht unbedingt Standard, dass hier nur auf einer Bahn gespielt wird. Die Zuschauer rechts und links der Bahn ganz dicht am Geschehen dabei. Ist das was ganz Besonderes auch für die Spieler oder ist das denen relativ wurscht, auf welcher Anlage die spielen? Es ist ja ungewöhnlich, dass nur auf einer Bahn gespielt wird. Vor allen Dingen, dass die Zuschauer so nah an der Bahn sitzen. Im Prinzip ist es ja so, dass die Spieler hier quasi in einen Tunnel von Zuschauern laufen. Und das kann natürlich sehr motivierend sein. Manche Spieler mag es vielleicht auch hemmen, aber diese beiden sicher nicht. Die sind so lange im Geschäft. Die werden sich sicherlich sehr wohlfühlen dabei. Arne Torgersen hat schon von dem besten Publikum gesprochen, das er je gesehen hat. Großes Lob also für die Fans hier in Dagenham.
The Strike Machine haben ihn die Amerikaner mal getauft. Thomas Leanderson, der wirklich in der Lage ist, einen Strike nach dem anderen auf die Bahn zu legen. Ausgesprochen beständig in dieser Phase, Thomas Leanderson. Aber der Gegner ist ein ganz starker. Wie gesagt, dieses Wolterpin Masters ist vielleicht das Turnier des Tore Torgersen. Hier fühlt er sich immer wohl, speziell in Dagenham. Ja, der erste etwas schwächere Anwurf. Ja, ist zu dünn am ersten Pin. Relativ weit weg vom idealen Gasseneinlauf. Aber den Spare macht er sicher. Übrigens konnte man hier auch sehr gut sehen, er hat dabei den Ball gewechselt, hat seinen Spareball genommen. Das hat einen ganz einfachen Grund, diese Sparebälle haben eine weniger aggressive Oberfläche. Und von daher sind mit diesen Bällen die Spares einfach leichter zu spielen. Die Bilanz nach 9 Frames für Tore Torgersen. Es ist eine enge Geschichte gegen seinen schwedischen Kumpel und Rivalen, Thomas Leanderson. Aber das hatten die Experten auch schon erwartet vor diesem Finale. Oh, das wird wohl der erste offene Frame werden in diesem Match. Eigentlich kein so ein schlechter Ball, also zumindest der 8er Pin hätte noch mitfallen können. Etwas unglücklich und schon ist der Vorsprung weg. Nuancen entscheiden möglicherweise über den Ausgang dieses Finales. Und sowas darf nicht zu häufig passieren, weiß er auch, Thomas Leanderson. Die Kollegen auf den Tribünen schauen kritisch zu. Andrew Frawley, hier links vorne sehen wir ihn. Er stand im letzten Jahr im Finale. Rechts außen, das ist Tim Mack, der hier auch schon mal im Endspiel stand. Und auch Kirsten Penny haben wir da gesehen, Ex-Europameisterin aus Großbritannien. Klar, sie sind alle hier dabei, wenn es um die Trophäe geht in diesem Finale. Ich darf Ihnen nochmal unser Handygame Bowling ans Herz legen. Die 84010, die sollten Sie sich merken. Schreiben Sie eine SMS mit dem Stichwort Bowling an diese Nummer. Und dann können Sie es mal probieren mit dem Strike auf dem Handy. Mehr Informationen gibt es dazu auch auf DSF Textseite 363. Michael, man merkt, ein exzellenter Start vorhin. Jetzt haben die beiden Spieler zunehmend Probleme. Wie ist das zu erklären? Ja, die Bahn verändert sich mit der Zeit. Das Ölmuster verändert sich mit dem Spiel. Und von daher muss man sich einfach von Zeit zu Zeit etwas anpassen an der Bahn. Und man hat den allerletzten Ball jetzt von Torgersen gesehen. Er hat den Ball gewechselt, hat etwas probiert und hat auch prompt nur 6 Pin angeworfen. Das hat also nicht so richtig funktioniert. Ich nehme mal an, im zweiten Spiel wird er diesen Ball nicht nehmen. Und 6 Pin war natürlich auch nicht so viel bei einem so engen Match. Kann das unter Umständen entscheidend sein? 230 Pins, das ist das Ergebnis für Torgersen im ersten Spiel dieses Finales. Und was macht Leanderson? Das war wirklich ein schlechter Ball. Und ich denke, man kann hier an diesem Ball auch sehr gut sehen, wie sich die Bahn verändert hat. Die Bälle reagieren viel früher als
in der ersten Phase des Spiels. Und es ist sicherlich interessant jetzt zu sehen, wie sich beide im zweiten Spiel anpassen werden. Auch das noch, das war jetzt eine echte Überraschung, dass der Anderson auch noch einen Spare-Fehler macht im 10. Frame. Ist ungewohnt von ihm. 230 zu 224 steht's für Torgersen nach dem ersten Spiel dieses 10-Pin Masters Finales. München, Montag, 18.25 Uhr, live. Welt DSF. Fußball DSF. Die DTM wird präsentiert vom neuen Dunlop SP Sportmax, dem Reifen, auf dem die DTM abfährt. DSF, mittendrin statt nur dabei. Thomas Leandersson aus Schweden ist nicht so mit sich zufrieden. Er liegt knapp hinten nach dem ersten Spiel des World Tenpin Masters Finales gegen Tore Torgersen aus Norwegen. Also, zweites Spiel, erstes Frame, Leandersson mit einem Strike. Er begann hervorragend im ersten Spiel, 4 Strikes in Folge, aber gegen Ende der Partie im ersten Durchgang, da hatte er zunehmend Probleme mit der Bahn. Das galt allerdings genauso für seinen Kontrahenten, für Tore Torgersen. Hier sehen wir nochmal die Bilanz dieses Spiels. Immerhin 8 Strikes hat er uns schon hingelegt, der Marcel Anderson. Und jetzt ein weiterer Strike von Torgersen. Seit 1984 spielt er international, dieser 36-jährige gebürtige Stavanger, der jetzt in Schweden lebt. Tore Torgersen, zum 5. Mal schon steht er im Finale bei diesem World Ten Pin Masters, gilt als absoluter Superstar in dieser Sportart in Norwegen, war 7 Mal schon Bowler des Jahres in seiner Heimat. Die 10 bleibt stehen, Michael. Das sehen wir ja ganz häufig, auch bei diesem Turnier. Was sagt der Fachmann? Woran liegt das? Wenn der 10er-Pin stehen bleibt, heißt das in der Regel, dass einfach der Winkel des Balles in der Gasse nicht stimmt. Das heißt, die Kettenreaktion, die eigentlich den 10er räumt, funktioniert nicht mehr. Und so war das jetzt auch hier der Fall, wobei hier auch noch ein bisschen Pech dabei war, weil eigentlich der Pin, der über das Pindeck flog, einfach den Zehner nicht getroffen hat. Wirkt sehr konzentriert, Leandersson, aber auch sehr angespannt. Du hast es vorhin gesagt, Michael, das ist ein Erfolg, den er unbedingt will, Leandersson. Das ist ein Titel, der mir noch fehlt in meiner Sammlung. Großer Ehrgeiz also beim Schweden, der ja auch Kapitän der Weber Cup Mannschaft ist, der Erdteilmannschaft Europa, die ja immer wieder gegen die Amerikaner antritt, zu diesem ganz bedeutenden Vergleich. Und Leandersson hat seine Mannschaft im vergangenen Jahr zu einem grandiosen Erfolg über die Amerikaner führen können. Dieser Weber Cup Mannschaft gehört auch er an, Tore Torgersen. Sehr viel Glück jetzt für Torgersen, dass dieser Split nicht stehen geblieben ist. Und das war wirklich kein guter Ball. Der Spielstand wird eingeblendet, das wird zusammengezählt aus beiden Spielen. Wer am Ende des Weges mehr Pins hat, hat dieses Match gewonnen. So einfach ist das. Zwei Spiele gegeneinander. Und man muss einfach sehen, dass man mindestens einen Pin mehr hat als der Gegner. 16 Spielerinnen und Spieler haben ja dieses Turnier begonnen. Die Frauen der Schöpfung sind ja hier sehr stark dabei gewesen. Denken wir nur an Lisa Del Rosario von den Philippinen, die
vielleicht auch aufgrund ihrer Verletzung ausgeschieden ist, dann gegen ihn hier, gegen Thomas Leandersson. Und im Vorjahr hat ja sogar auch eine Dame dieses Turnier gewinnen können. Nikki Harvey aus England schlug Andrew Frawley aus Australien. Beide schieden allerdings diesmal schon in der ersten Runde aus. Torgersen, er kann zum dritten Mal dieses Turnier für sich entscheiden, aber es ist noch ein schweres Stück Arbeit gegen den gleichwertigen Thomas Leandersson. Was sind deine Erfahrungen, Michael? Wie oft trainieren diese Leute? Machen die noch irgendwas anders? Sind das zwar Amateure auf dem Papier, aber doch Profi eigentlich auf der Bahn? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Beide beschäftigen sich ausschließlich mit Bowling, auch beruflich. Und ich weiß nicht, ob sie jeden Tag auf der Bahn stehen, aber sicher sehr, sehr häufig. Und vor allen Dingen spielen sie im Prinzip ständig Turniere, sind laufend im Wettkampf. Also eigentlich haben sie sowas Ähnliches wie einen Profi-Status. Leandersson zum Beispiel besitzt zwei große Bowling-Center in Schweden. Schon seit über 20 Jahren ist er sozusagen auf Bowlingbahnen zu Hause. Das merkt man natürlich, eine große Wettkampfsicherheit bei Leandersson, genauso allerdings auch bei seinen norwegischen Kontrahenten. Ja, mit diesem offenen Frame ist Leandersson weiter ins Hintertreffen geraten. Und so langsam muss er sich was einfallen lassen, wenn er das Spiel noch drehen will, denn Torgersen macht nicht den Eindruck, als hätte er wirklich große Probleme mit der Bahn. Hier hat er etwas Pech. Sehr guter Ball. Der Kontrollpin trifft den Zehner nicht. Man sieht hier sehr schön, welche Dynamik in den Pins entsteht durch die Rotation des Balles. Das ist auch der Grund, weswegen die Spitzenspieler alle eben diese Rotation dem Ball mitgeben. Diese Pin-Dynamik sorgt einfach dafür, dass sehr viel mehr Strikes fallen, als wenn der Ball einfach gerade durch die Pins geht. Der Zwischenstand, 20 Pins, der Vorsprung für Torgersen. Er hat so ein klein bisschen die Ideallinie verloren, Thomas Leandersson. Und gerade in dieser Phase wären Strikes natürlich ganz, ganz wichtig. Leandersson räumt ab, das können Sie auch. Auf dem Handy schreiben Sie eine SMS mit dem Stichwort Bowling an die 84010 und probieren Sie es mal mit dem Strike auf dem Handy. Mehr Informationen dazu gibt es auch auf DSF Textseite 363. Die Statistik in diesem Finale des Thomas Leandersson, die stellt den Schweden nicht wirklich zufrieden. Wieder ein ähnliches Bild und immer wieder bleibt auch hinten rechts Pin Nummer 10 stehen für diejenigen, die sich vielleicht nicht so auskennen mit dieser Sportart. Die Pins nummeriert von vorne bis hinten durch. Links nach rechts gesehen. Ganz vorne also die 1, dann die 2 und die 3 und so weiter. Und in der Mitte, da sehen wir Torgersens Lebensgefährtin Linda und die zittert mit ihrem Freund, dass es vielleicht dann doch am Ende klappen kann mit dem dritten Gewinn des World Ten Pin Masters Turniers. Finstere Entschlossenheit bei Leandersson.
Er hat vor dem Turnier gesagt, ich habe vor allem mental viel gearbeitet. Versuche, zur Ruhe zu kommen, mich neu konzentrieren zu können bei diesen Wettkämpfen, wo es ja immer ganz eng zugeht. Mentales Training im Bowling, Michael, ist das Usus, ist das Standard oder machen das nur Ausnahmespieler oder machen das nur solche Top-Leute wie Leanderson oder Torgersen? Naja, vor allen Dingen für solche Top-Leute ist mentales Training natürlich von besonderer Bedeutung, denn sie kommen oft in die Situation, dass sie in Finalspielen stehen, dass sie wichtige Spiele zu entscheiden haben und nachdem technisch viele sehr gleichwertig sind, entscheidet da oft einfach die mentale Stärke. Und insofern ist es in dieser Klasse unerlässlich, sich mit den mentalen Befindlichkeiten auseinanderzusetzen. Was weißt du aus der Bowling-Szene? Was wird da speziell gemacht? Macht man da Yoga? Arbeitet man mit einem Mentaltrainer zusammen? Oder wie läuft sowas? Naja, also da muss natürlich jeder individuell seinen Weg finden. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Methoden. Wer jetzt welche anwendet, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Torgersen jedenfalls hat oft genug bewiesen, dass er über entsprechende Wettkampfruhe auch verfügt. Und jetzt ist es absolut notwendig, dass er hier das beste Bowling zeigt. So langsam geht es in die entscheidende Phase des Finales beim World Temple Masters. Immer noch die Führung für Torgersen, 21 Pins. Leanderson braucht die Strikes. Große Ehre für ihn. Er wurde ja 2001 nach seinem Weltcup-Sieg 2000 von den Bowling-Journalisten in die sogenannte Hall of Fame gewählt. Da kommt nun wahrlich nicht jeder Bowling-Spieler rein. Da geht es auch nicht nur um sportliche Erfolge, sondern das ist auch ein bisschen ausschlaggebend, was das für ein Spieler ist, welche Persönlichkeit er hat. Und da ist Leanderson sehr stolz gewesen, er hat gesagt, das erinnert ja nicht nur an das, was man geleistet hat, das ist auch ein Riesenansporn für die Zukunft. Ganz große Ehre für ihn, für Thomas Leanderson, in die Hall of Fame aufgenommen worden zu sein. Es geht also mit den Strikes, das hat er hier gerade angedeutet, der Thomas Leanderson. Jetzt also Torgersen. Auch er kann endlich mal wieder striken. Erhöhte Drucksituation für beide Spieler. Ja, das Spiel kommt in die entscheidende Phase. Beide können noch gewinnen. Und Tore Torgersen weiß, gegen Thomas Leanderson kann man sich nie sicher sein. Und denn er ist immer in der Lage, an jeder Stelle eines Matches ins Spiel zurückzufinden und auszustriken. Und insofern muss er konzentriert bleiben bis zum Ende des Matches. Das sieht man hier auch. Er zielt eine Doppel an der Stelle, sehr wichtig, damit er im Spiel bleibt. Und er macht damit sehr deutlich, dass er noch lange nicht aufgegeben hat. Und wie gesagt, Tore Torgersen weiß, dass Leanderson immer in der Lage ist, ein Spiel noch umzukippen. Die Bilanz oben rechts, das ist die Zahl, die er erreicht hat. Im ersten Spiel die 224 Pins und maximal 447 sind noch drin für Leanderson im gesamten Match. Das ist eine Situation, die jetzt gefährlich ist für Tore Torgersen. An dieser Stelle hätte ihm ein Strike sehr gut getan. Oh, wow. Ein Spare-Fehler zum ungünstigsten Zeitpunkt. Jetzt hat es plötzlich von einem Frame zum anderen Thomas Leanderson in der Hand. Denn Torgersen kann jetzt
aus eigener Kraft nicht mehr gewinnen nach diesem Fehler. Die Entscheidung steht bevor und wir zeigen sie Ihnen gleich. Vom neuen Dunlop SP Sportmax, dem Reifen, auf dem die DTM abfährt. DSF, mittendrin statt nur dabei. Zurück in Dagenham beim World Tenpin Masters Finale und welch ein Pech hier für Tore Torgersen. Er verpasst den Spare und er gerät jetzt richtig unter Druck, denn plötzlich führt sein Kontrahent, führt Thomas Leandersson aus Schweden. Entgleitet ihm tatsächlich der dritte Titel bei diesem Turnier noch? Das ist die Frage. Leandersson jedenfalls hat es in der Hand. Er kann dieses Turnier jetzt aus eigener Kraft für sich entscheiden. Was für eine unglückliche Situation jetzt für Leandersson. Er schüttelt den Kopf. Michael, was sagst du dazu? Er hätte das Spiel entscheiden können aus eigener Kraft. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Er hätte einen Strike gebraucht. Das hätte ihm seinem Ziel ein großes Stück näher gebracht. Jetzt ist wieder alles offen. Und das 10. Frame wird es entscheiden. Ah, die Stimmung hier im Gorsburg Leisure Center in Dagenham, die ist wirklich bis unters Hallendach zu spüren. Die beiden hier, die schenken sich nichts. Die Bilanz von Leandersson gegen Torgersen ist ausgesprochen positiv. Er hat nur ein einziges Mal gegen den Norweger verloren. Das war beim ersten Masters-Finale an gleicher Stelle in Dagenham. Passiert es ihm jetzt wieder? Das ist die ganz große Frage. Er braucht auf jeden Fall den Strike, Torgersen, das ist klar. Ja, mit diesem Strike hat sich die Situation völlig umgekehrt. Jetzt kann Leandersson nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen und Torgersen kann sozusagen den Sack zumachen, wenn er im 10. Frame ausstreikt. In dem Fall könnte Leandersson jetzt machen, was er will. Kann einfach nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen. Was er noch machen kann, ist, er kann jetzt Maximum Druck erzeugen, indem er ein möglichst gutes 10. Frame spielt. Ganz einfache Rechnung. Dreimal striken und dann auf den Fehler des Kontrahenten hoffen. Thomas Leandersson. Schade, ein guter Ball. Zehner steht. Das heißt zwar noch nicht, dass er verloren hat, denn Torgersen muss auf jeden Fall ein Spare machen im 10. Frame. Aber wäre dieser Zehner mitgefallen, hätte Torgersen bereits unbedingt einen Strike benötigt. So, er beendet das Spiel mit einem zweiten Durchgang nicht wirklich überzeugenden 191, insgesamt für ihn 415. Und das ist deutlich weniger als in allen Spielen dieses Masters-Turniers zuvor. 477 in der ersten Runde gegen Kirsten Penny, dann 470 gegen Del Rosario und 495 sogar, die beste Leistung überhaupt während des Masters-Turniers gegen Gary Verbruggen im Halbfinale. Also da ist er doch deutlich hinter diesen Leistungen zurückgeblieben, der Thomas Leandersson. Und jetzt kann Torgersen, wie sagt man so schön, den Sack zumachen. Strike gewinnt. Ja. So ist es.
Bilder, die man nicht so oft sieht auf der Bowlingbahn. Ganz große Freude natürlich zu Recht beim Norweger bei Tore Torgersen. Der Druck ist weg. Deshalb nimmt er auch gleich mal den Abräumball. Und man sieht, das klappt auch mit diesem Ball ins Strike zu werfen. Ja, plötzlich ist alles ganz einfach. Aber vielleicht noch mal zur mentalen Stärke kurz zurück. Hier hat man es gesehen, im entscheidendsten Moment des Matches spielt Torgersen den Strike. Und das zeichnet einen Champion aus. Klasse Vorstellung. Europameister 97 schon in Nottingham. Beim Weltcup 2000 hat Torgersen gegen Leanderson verloren. Das Ganze in Lissabon. 98 hat er ihn geschlagen hier. Und jetzt gewinnt er wieder gegen seinen schwedischen Kontrahenten. Zu Recht empfängt er die Glückwünsche Tore Torgersen aus Norwegen. Das ist Bowling der Weltklasse hier, geboten von Torgersen und Leanderson. Und Sie zu Hause, probieren Sie es mal auf dem Handy. Schreiben Sie an SMS 84010, Stichwort Bowling, und dann geht's los mit Strikes auf dem Handy. Und jetzt kommt das Siegerinterview von Simon Golding mit Tore Torgersen. That is just amazing. Three-time Masters Champion. How does that feel? That's unbelievable. I never thought it would be possible to. Das ist unglaublich. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffen würde. I'm very happy just to be here the fifth time. Ich bin zum fünften Mal hier und Thomas zu schlagen, das ist wirklich unglaublich. Like a steam train, but you stayed in there, cool as a cucumber as ever. I just tried to hang after him. Ja, im ersten Spiel habe ich einfach nur versucht, dabei zu bleiben, mitzuspielen und so viele Strikes wie möglich zu spielen. Ein Wort zu Thomas. Er ist einer meiner besten Freunde und wir haben ja schon ganz oft gegeneinander gespielt. Sein Rekord gegen mich, der ist ja wirklich unglaublich. Ich habe zum zweiten Mal gegen ihn gewonnen, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr habt schon 7, 8 Mal gegen ihn verloren. Ein Wort zum Publikum vielleicht. Ja, ich habe es schon oft gesagt, ich habe schon viele Zuschauer hier erlebt auf der Tour und überhaupt weltweit im Bowling, aber dieses Publikum hier, das ist wirklich unwahrscheinlich, unglaublich, ihr seid die Besten. Freundin Linda sieht es genauso. Zu Recht bekommt das Publikum nochmal einen ganz besonderen Dank des Siegers. Representing Brunswick, Sarah Glover. Sarah Glover, dreifache Weltmeisterin aus Großbritannien. Sie hat die Ehre, diese Trophäe zu überreichen an Tore Torgersen aus Norwegen. Ladies and gentlemen, let's hear it for the 2004 Brunswick World 10-Pin Masters Champion from Norway, Tore Torgersen! The Striking Viking also hat es wieder geschafft. Zum dritten Mal gewinnt er dieses wichtige Turnier und kassiert ganz nebenbei auch nochmal $30.000 Siegprämie. So, wir hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, dieses World 10-Pin Masters Turnier zu verfolgen. Ich sage auch ganz herzlichen Dank an meinen Co-Kommentator Michael Unger für die fachmännische Begleitung. Ja, und Schluss machen wollen wir mit den Bildern dieses Turniers. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen noch und tschüss.